So, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, was so ansteht. Wir haben bestimmt noch ein bisschen was zu tun. Hier wäre nochmal ein Aussichtspunkt. Den nehmen wir mal direkt mit. Und der? Der ist da oben. Okay. Wo ist denn der? Wo ist denn der Feind hier? Ach, da bist du. Mein Freundchen. Gute Nacht. Bei dir hat es sich erstmal ausgefeindet, mein Freund. Ja, es sind natürlich ein paar Feinde hier noch unterwegs, wenn dieses Gebiet ist ja noch nicht eingenommen. Ach, deine Kirchturm ist das, okay. Der Kirchturm, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Welches verfeindetes Gebiet her, was hier nebenan steht. Wie halt wahrscheinlich das Trend, ja klar, okay. So, dann gehen wir mal da hoch. Oh, irgendeine Stadt, Stadtteil. Ja, nichts Wichtiges. So, wie viel gesagt, den Schnellreisepunkte, dann gucken wir mal, was als nächstes ins Haus ansteht. Vielleicht ist es wieder der Hauptmission. Erstmal nehmen wir den Teil hier mit, damit wir wissen, was davon zukommen könnte hier. Synchronisieren wir das Ganze. Und dann wissen wir. Das ist hier alles so versteckt. Templerjagd, Kopfgeldjagd war noch, habe ich gerade kurz gesehen. Eine Kinderbefreiung. Also drei Templerjagden, eine Kinderbefreiung. Ne, drei Kopfgeldjagden, eine Kinderbefreiung, zwei Templerjagden und dreimal noch irgendwas anderes. So, okay, dann was haben wir hier? Also Kopfgeldjagd, klar. Templerjagd. Was haben wir hier? Gangquartier. Ach, Gangquartiere sind das. Okay, also nochmal. Drei Templerjagden, eine Kinderbefreiung, zwei Gangquartiere und eine Kopfgeldjagd. Insgesamt. So. Das ist dann das, was uns in This Trend erwartet. Hier habe ich noch keine Synchro-Punkte. Wir fehlen hier zwei Stück insgesamt noch. Dann hätten wir auch Westminster entdeckt. Hier wäre nochmal eine Charles Darwin-Erinnerung. Was haben wir hier oben noch? Unzerstellbare Briefe, Charles Dickens. Ja, das sind halt alles Sachen, die noch gemacht werden müssten, theoretisch. Hier ist auch eine Hauptmission. Aber das ist wohl nämlich, wie gesagt, der falsche Paddy. Dann habe ich gerade das hier, dass wir die eigentlich schon erledigt haben. Aber kann sein, weil wir die auf schwer noch mal spielen könnten. Und wenn ich das gerade sehe, Erinnerungen. Aktivitäten, Standard, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum das da irgendwie angezeigt wird. Was haben wir hier? Keine Ahnung, auch nichts Wichtiges. Wahrscheinlich Stadtgebiete, ne? Gut. Was haben wir denn heute? Wir haben ein bisschen was zu tun. Ich fange mal ein bisschen mit an. Wir fangen mal heute ein bisschen mit an. Wir machen mal heute eine kleine Kopfgeldjagd. Immer mal wieder so ein bisschen Zeug zu den Beinen. So, da. Habe ich mich jetzt gerade in die Jungs da reingehängt? Ne, okay. Schade. Ich muss angeblich das Ziel Leben zurückbringen. Naja. Ah, ernsthaft. Dann machen wir es so. Warum trittst du die nicht einfach runter? Wäre eine Idee gewesen, ne? So, nochmal mit.
Was haben wir denn da überhaupt? Gilbert Fowler! Jetzt sind wir uns Level 9er, nur so nebenbei. Schwärmt aus! Irgendwo muss eine Schwachstelle sein. Findet sie! Und dann schwärmt. So. Ja, ich meine, wir haben die Aufgabe. Den hat es auf jeden Fall schon mal genutzt, den Kollegen. So, planen wir mal kurz in den. Nee, brauche ich nicht. So, nimm mal den mit hier. Kopfgeld. Kopflos. Tschack. Tschack. Und tschüss. Nein, 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 nicht den scheiß Polizisten. Den will ich nicht. Ich will eigentlich hier den Typen hier mitnehmen. So, dann hätten wir, glaube ich, das Kopfgeld. Nehmen wir mal kurz mit. Und das müsste eigentlich so. Vielleicht müsste es gereicht haben. Ah, okay. Ich soll doch in ein Fahrzeug rein. Das ist ein Händler, der hat kein Fahrzeug. Also, der hat schon ein Fahrzeug. Aber da vorne steht eine Kutsche. Wenn du mir jetzt hoffentlich nicht wegläufst. Ernsthaft, das ist ein Scheiß, cool. Ach, das ist so ein Einzelding. Ich brauch die Kutsche. So, wir sind beide mal komplett raus aus dem Rennen. Und jetzt muss ich mich wieder auf mich Leute anlegen, die jetzt. Ah, nimm Kick vor den Kopf, mein Freund. Komm jetzt her. So. Ist mal. Oh Mann, oh gut. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo der Typ ist. Hier liegt der. Und das alles wegen dem scheiß Kopfgeld, ne? Aber egal. Thank you.
weil ich jetzt so schnell durchkam. Geschafft die Aufgabe. Aber leider nicht zum Leben, aber ich habe mal erledigt. Passiert. Mein Revolver. So, gucken wir mal nach. Die Uhr. Und haben den ersten Teil der Stadt. The Strand. Erobert. Komm, treten. Okay. Ich fühle mich gerade, dass wir hier keinen Dings haben. Das ist alles eins. Alles eins. Scheinbar ist alles eins. Aber gerade bei Kopfgeldjagden sind. Machen wir die eine noch. Obwohl, ich würde sagen, tatsächlich sogar jetzt gleich sagen, machen wir doch noch einen Cut. Machen wir heute, machen wir das, jetzt eine kürzere Folge, jetzt heute eine kürzere Folge, vielleicht machen wir danach mal wieder was Längeres. Aber jetzt versuche ich gerade so ein bisschen anzufangen mit The Strand, dass ich das schon mal erobern kann, alles. Dauert jetzt gerade einen kleinen Moment, bis der hier irgendwann mal fertig ist mit dem Laden wegen dem Schnellreisepunkt. Genau so ist es. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir nochmal weiter mit dem nächsten, mit der nächsten Kopfgeldjagd. Ich freue mich drauf, wenn ihr dabei sein würdet. Und ja, wird bestimmt cool. Bis dahin. Tschüss.